Hallo, mein Name ist Alexandra Höfer vom Lieferservice Die Blumenwerkstatt. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man aus einer oder in eine Glasschale oder in ein Glas, ja, nennen wir es Glasschale, eine österliche Deko reinmachen kann. Zuerst abonniert meinen Kanal, damit ihr immer mitkriegt, wenn ich ein neues Video online stelle. Los geht's! Ich habe die Korkenzieherweide dabei. Das ist einfach ein relativ biegsames Material. Entweder man hat es im Garten oder man geht zum Floristen oder in die Gärtnerei und holt es euch da. Man kann wirklich vieles machen und wir machen jetzt einfach nur ein Grenzchen draus. Das wickeln wir wirklich nur in sich, die Zweige ineinander. Was wichtig ist, schneidet die dicken, knorrigen Äste weg. Also nimmt wirklich das die dünneren. Geht einfach leichter als diese dicken Äste dann zum Verwenden. Was wollte ich noch sagen? Falls es nicht von alleine hält, nehmt einen Bast, nehmt ein Draht, ein Band und bindet es an ein paar Stellen fest, dann hält es euch. Es muss auch nicht ganz exakt rund sein oder es darf auch ein bisschen oval sein, je nachdem, auch was ihr für ein Gefäß habt. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm, das ist Natur und ob das jetzt ganz rund ist oder ob es ein bisschen einen Schlag hat, das macht überhaupt nichts aus. Grenzchen wäre fertig. Also geht wirklich ruckzuck. Dann füllen wir als erstes in unser Gefäß mal Moos. Ich habe es heute Morgen beim Spaziergang im Wald mitgenommen. Wirklich so die Handvoll reicht aus. Und mehr braucht man nicht. Dann setze ich schon das Grenzchen als erstes drauf. Und jetzt kommen schon meine Hühner. Die finden nämlich da drin jetzt ihren Platz. Und das orangene Huhn passt perfekt zu diesem Korkenzieherweide, der aber auch so rot-orange ist. Ihr könnt einen Hasen nehmen, ihr könnt Schafe nehmen, ihr könnt alles, was ihr findet, was ein österlicher Deko ist oder wenn es nur Frühjahrsdeko ist. Ihr könnt ein großes Ei nehmen. Also es gibt ja wirklich jetzt wahnsinnig viele Sachen, wo man da verwenden kann. Ihr findet sicherlich was. Ich habe jetzt noch kleine Wachteleier mitgebracht, weil ihr jetzt eher eigentlich die Hühner im Vordergrund haben möchte. Und was ich aber gern mache, ich gruppiere die gern. Also das heißt, ich lege nicht da ein Ei, da ein Ei, da ein Ei, sondern ich lege sie wirklich da mal drei Eier, weil da hinten jetzt zwei Eier. Gibt ein bisschen ruhigere, ich hoffe, man sieht, es gibt ein bisschen ruhigere oder ein ruhigeres Bild. Aber wenn ihr jetzt jemand seid, wo sagt, ich möchte es jetzt aber überall verstreut haben, dann macht es so. Also da gibt es wirklich auch keine Richtlinie, nach dem muss man es machen. Ein Buchs habe ich noch mitgebracht, dass wir einfach nochmal ein bisschen was Grünes haben. Den schiebe ich so zwischen unser Grenzle und dem Glasgefäß. Gar nicht so in unser Grenzle rein, weil ich möchte einfach, dass man das Grenzle auch sieht. Man hat sich jetzt wirklich so viel Mühe gegeben. Dann soll man es auch sehen. Und dann stecke ich den Duckbuchs wirklich bloß an ein paar Stellen. Was ich nur mitgenommen habe, heute Morgen Rinde im Wald. Die stecke ich auch außen hin. Also ich stecke wirklich alles mehr zwischen Grenzle und Gefäß, damit man einfach dann das Innenleben, wenn man jetzt wirklich dann Hase, Ei, ich jetzt meine Hühner drin hat, dass man einfach alles aussieht. Ich habe noch so bemooste oder Flechten besetzte Zweige gefunden. Geht in den Wald, schaut einfach, was rumliegt. Also das darf man mitnehmen, was rumliegt. Und es gibt einfach wirklich tolle Sachen, wo man dann wirklich verarbeiten kann. Und umsonst ist es eigentlich auch nur, wenn man eigentlich sich wirklich dran hält, also wirklich ein bisschen was mit. Ihr solltet jetzt nicht mit den großen Einkaufstaschen aus dem Wald rauslaufen und Material mitnehmen. Das bitte nicht. Eva-Ranken zum Schluss, dass wir nochmal ein bisschen eine Form von diesem Korkenziehergrenzle aufgreifen. Und die lasse ich wirklich auch noch ein bisschen höher raus. Dann haben wir einfach wieder so ein bisschen, ich sage immer einen 3D-Effekt, dass man einfach ein bisschen Höhen und Tiefen hat, ein bisschen mit denen spielt. Und dann wird es auch einfach interessanter, wenn man drauf guckt und sagt, ah, guck mal, da ist das und ah, da gibt es ja nur das zum Entdecken. Ist einfach ein bisschen spannender. Und zum Schluss können wir immer noch, also ich habe jetzt noch ein bisschen was übrig von diesen kleinen Korkenzieherweide-Äste, die setze ich jetzt einfach nur oben drüber ein bisschen.
nicht zu viele, aber dann hat man einfach da auch nochmal dieses Rötliche aufgegriffen. Und fertig ist die Schale. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss!